Ja, auf, geilen Trip, tolle Entscheidung, super Wetter. In diesem Video versucht Mink sich einen Kaffee, findet Jürgen einen Freund, unterhalten sich zwei, steigen wir Stufen hoch, spielt Jürgen mit Butter, bewege ich mich, ohne mich zu bewegen, untersuche ich meine Gasflasche, steht ein Weinglas auf meinem Oberschenkel, spiele ich mit Friedrich und bilden wir eine Wagenburg. Schönen guten Morgen aus Österreich, aus dem Silbertal. Und obwohl die Wettervorhersage eigentlich 90% Regen vorhergesagt hat, höre ich kein Tröpfeln. Es scheint eher die Sonne durch einen milchig trüben Himmel. Da bin ich jetzt echt mal positiv überrascht. Wenn man mal mit so einem Reiseführer anfängt und durchblättert, ist mal ruckzuck eine Stunde rum und man hat viel gelesen und ist noch mehr verwirrt. Jetzt werde ich mal aufstehen und gucken, wieso die Lage ist. Ja, sieht gut aus. Chaos vorhanden, noch wie gestern Abend. Ich habe mich mal angezogen und bin durchs Bad und gehe jetzt mal vor die Tür. Mal schauen, wie es draußen so aussieht. Drüben geht schon wieder die Post ab. Steht das Bier auf dem Tisch und der Schnaps im Schrank. Die sind alle schon wach. Wie mir scheint, bin ich wieder mal der Letzte. Naja, kannst nichts machen. Guten Morgen! Ja, guten Morgen, Kai! Guten Morgen! Schon, wir müssen unsere Listenanzeige aufgeben. Nee, wir sind noch hier. Was ist mit dir los? Hä? Was ärgerst du dich? Jetzt gekrault werden. Soll ich dir mal den Co-Pilot vorbeischicken? So, so sieht das zweite Domizil aus. Ja! Jürgen sitzt hier auch schon und ich werde vom Hund angegriffen. Ja, genau. Wilder Rottweiler. Aber solange er wedelt, passiert nichts. Wenn jemand morgens Kaffee macht mit dem Handmixer. Aber schon ein bisschen schräg jetzt. Ob sie ihn durch die Bewegung des Mixers erwärmen will? Ich glaube, den Kaffee gibt es dann so in 100 Jahren. Ich muss mir mal kurz meinen Nordkap-Becher holen. Den Bulletproof Coffee will ich auch probieren. Da ist Butter drin. Butter ist gut. Ja, während Jürgen hier mit der Katze schmust, probiere ich mal den Kaffee. Das wird Kais neues... Wollt ihr auch mal riechen? Wie ist der Schmusbier hier? Na? Dude. Du weißt es noch, in der Comicsprache. Dude. Aber passt zur Ausgleichsmasse, würde ich sagen, oder? Von der Farbe schon, aber alles andere ist auch anders. Ich muss noch einen zweiten Schluck nehmen. Das ist der erste Kaffee, der überhaupt nicht nach Kaffee schmeckt, den ich trinke. Den will ich jetzt jeden Tag. Schmeckt, ich weiß gar nicht noch, was das schmeckt. Nach Kakao. Ja, nach Kakao, nach Butter. Und Süßstoff drin, oder? Stevie. Ah ja, genau. Den und Stevie bisschen, schmeckt mal raus. Schmeckt Kaffee eigentlich dann am intensivsten, aber Kaffee heißt das Produkt wohl nur, aber ich schätze nicht, dass welcher drin ist. So, ich gucke jetzt mal, wie ich den Becher leer kriege. Ja, und während ich hier mit dem Kaffee kämpfe, schmust der Jürgen mit dem Hund. Nee, ich kämpfe mit dem Hund. Oh. Ja, das sieht genauso aus. Da merkt man, dass der mit einem Kater oder einer Katze aufgewachsen ist, ne? Verhält sich genauso. Nicht knutschen jetzt, das will ich jetzt nicht. Er guckt schon so verschmust. Oh, ihr passt gut zusammen. Ja, gutes ja. Paar. Genau, ja. Oh, der Kaffee wäre getrunken, aber so mal ganz kleiner Ratschlag. Wenn euch die Mink einen Kaffee anbietet. Indy, was machst du jetzt hier? Hm? Ich habe einen neuen Hausbewohner. Einfach reinmarschiert, einmal durchs Wohnmobil und wieder raus. Also, wo war ich? Aha, wenn euch die Mink mal einen Kaffee anbietet.
mein Geschmack war es nicht. Vielleicht ist es ja eurer. Ich bin am Frühstück machen hier und diesmal probiere ich mal das, wie heißt das, Schokonuss von Alnatura. Das stand ja noch irgendwo im Zottel rum und das kommt jetzt mal da durch. Riechen tut's gut. Da das Wetter wieder erwarten gut ist, setzen wir uns raus auf die Bank. Und Jürgen ist schon wieder mit dem Hund zugange. Hey, das ist ja unglaublich. Will mich knutschen. Andauernd. Er hat echt einen neuen Freund. Indy, was ist hier? Du hörst das Wort. Du bist ein intelligenter Hund. Oh, 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 oh. Vorsicht. Er schlägt sich ins Maul. Aber er hat es nicht berührt. Aber so knapp. Er niest mal rein. Was für Sitz? Das funktioniert aber nicht mit allen Mädchen so. Besser als Frühstücksfernsehen. Ja, und hier steht doch tatsächlich jemand auf Keilen. Wer ist denn das? Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns hier auf dem Kanal von Travel Camping Living. Und hier haben wir Jürgen. Jürgen ist heute mit was für einem Fahrzeug da? Mit meinem natürlich, ja. Ja, und was ist das für ein Fahrzeug? Achso, Sie wollen wissen, welches. Das ist ein Hümer-Van, ist das, ja. Sehr schön. Und wir sehen hier einige Fahrzeuge. Was haben wir noch dabei? Ich sehe hier gerade... Das Originalmodell von Travel Camping Living ist das, ja. Und der ist toll. Also, ja. Das sieht aus wie ein Brevio von Dürfner. Das könnte sein, ja. So wie gefällt Ihnen die Farbe? Ach, traumhaft schön. Also ich muss sagen, das ist das schönste Auto überhaupt hier auf der Dings. Ja, ja, toll. Ja, ja, ich muss mich der Meinung anschließen. Ja. Und ich sehe, Sie haben auch einen Hund dabei. Wie heißt der denn? Gassi, sage ich immer zu ihm. Ja. Genau. Ja, dann vielen herzlichen Dank. Gerne. Ja, das war toll, das Interview. Sehr, sehr gute Interview, also, insbesondere ich komme immer gerne ins Fernsehen. Ja, danke. Ja. Dann eine gute Fahrt. Ja, danke. Ja, der Indy hat es heute nicht eilig. Oh Mann. Die Verladung eines Hundes in einen Teil integrierten. Abfahrt. Wir verlassen den schönen Platz hier. Können hier ja nicht ewig stehen. Haben ja noch was vor heute. Der Jürgen macht den Lead und wir fahren hinterher. Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren da oben zur Kirche. Das ist nämlich die Planung, dort heute Nacht zu stehen. Wir wollen uns das jetzt mal angucken und von dort fahren wir nachher aber noch weiter. Bleiben aber hier in der Region logischerweise. Kurz nach dem Silbertal fahren wir rechts und dann geht es mal gut den Berg hoch hier. Zum Glück fahren wir alle doch noch relativ überschaubare und kleine Fahrzeuge, denn mit Gegenverkehr wird das hier ziemlich eng. Und da steht schon einer, aber ist nur diese Engstelle hier zum Glück. Aber hier geht es mal ordentlich den Berg hoch, das ist eine respektable Steigung. Jetzt kommt auch noch einer von vorne, den wir hier mal vorbeilassen. Und dann müssen wir jetzt am Berg anfahren. Ah, das freut die Kupplung. Eieieiei. Was für eine Straße, Jürgen. Alter Schwede, geht's hier hoch. Und wir sind jetzt hier am Bartholomäberg. Innerberg. Mäh mit Ä geschrieben. Also wie das Schafsmäh. Wir schrauben uns hier weiter durch die Serpentinen. Was eine Strecke. Ah, und das ist der Platz hier. Okay, da kann man sich wohl hinstellen. Bisschen abschüssig, aber ist nicht wirklich was einen aus der Fassung bringt. Steigen wir mal kurz aus. Wir haben uns jetzt hier schön den Berg hochgekämpft, genießen den Ausblick ins Silbertal hier nach hinten. Und der Platz hier hinter uns wäre jetzt der angedachte Schlafplatz für nächste Nacht. Geile Sicht, muss man sagen. Das kann sich durchaus sehen lassen. Da habe ich schon schlechter gestanden. In die Richtung, aus der kommen wir gerade, Silbertal. In die andere Richtung, das Tal runter, Schruns, Sprungschanzen, Skigebiet. Super schön hier oben. Wir fahren weiter, behalten uns den Platz im Hinterkopf und könnten hier durchaus stehen. Ist super schön, ruhig, toller Ausblick. Fahren jetzt aber noch weiter, wir haben noch was vor. Eins noch muss erwähnt werden, die Mink hat mich vorhin gerettet. Wir hatten ja draußen gefrühstückt und ich hatte meine geliebte Nordkap-Tasse und mein grünes Essgefäß
auf die Bank gestellt, Film gegangen, Hund gestreichelt, weg, zurück ins Hotel. Ich wäre abgefahren, ohne das Zeug wieder reinzuholen und sie trug es mir hinterher. Mink, ganz lieben Dank. Ich mache mich nie wieder lustig über deinen Kaffee. Heute. Die nächste Stunde. Ja, und was wir vorhin mördermäßig hochgefahren sind, geht jetzt an anderer Stelle mördermäßig wieder runter. Ungefähr das gleiche Gefälle, vielleicht ein bisschen weniger Kurven, aber Gegenverkehr ist auch dabei. Fahren wir mal noch durch. Vielen Dank. Das ist schon eine enge Geschichte hier, also mit was Breiterem als wir wollte ich hier nicht lang. Und länger ist auch schlecht und Anhänger auch nicht gut. Mittlerweile sind wir im Tal unterwegs, fahren immer weiter in Richtung Silvretta Hochalpenpass. Der ist zwar noch zu, aber natürlich geht sie noch weiter das Tal entlang. Denn wir wollen zu einer bestimmten Treppe. Soeben abgebogen zur Treppe 4000. Kleines Schild weist darauf hin. Und jetzt suchen wir die mal. Ich hoffe, der Jürgen hat einen Plan. Mein Plan beschränkt sich darauf, ihm hinterher zu fahren. Gut, wir haben auf jeden Fall mal einen Parkplatz gefunden. Ein weiteres Schild von einer Treppe habe ich jetzt nicht gesehen. Denn die Frage, die sich stellt, wo ist die Treppe? Ich möchte festhalten, ich laufe zu Fuß, folge weiterhin heimlich den anderen beiden. Ich habe mich ja denen nur so ein bisschen angeschlossen, also ich bin eigentlich nur so das Anhängsel. Der Hund geht voraus und hat einen Plan und das beste Näschen. Und jetzt gucken wir uns mal die Treppe an. Oh Mann. Europas längste Treppe liegt vor mir und das sieht ein bisschen beängstigend aus. Und das Bachplätschern macht es nicht besser. Oh, das hört sich gruselig. Wenn du genau dran bist, hört sich... Hallo? Du hast auch die richtigen Schuhe an, ne? Wir alle. So richtig die Treppensteigerschuhe. Das sind die, genau, die berühmten Europa-Treppensteigerschuhe. Boah, ja, wer hier mal sich ein bisschen sportlich betätigen will und im Montafon ist, ich empfehle, die Treppen zu laufen, dabei auch noch zu filmen, die Distanzen doppelt zu laufen. Dann werden aus 4000 Treppenstufen schnell mal deutlich mehr. Und jetzt werden die Stufen höher. Das Geländer ist weg und es wird feucht. Immerhin überholen wir hier eine Schnecke. Stolz auf uns. Verdammt, jetzt sind wir fast ganz oben angekommen. Und jetzt hört die verdammte Treppe auf. Das gibt's ja gar nicht. Weg. Geht nicht weiter. Müssen zurück, umdrehen. Hey, wer steht denn da? Oh, Raubtier. Randy. Drohne wieder eingefangen. Man hat gut gesehen auf dem Video und wir haben das ja vorhin auch gesehen, nur leider waren wir so hoch, dass die Kamera das nicht mehr filmen konnte, hier meine Canon. Die Treppenstufen sind alle noch eingeschneit. Wir mussten ja dann da auch umdrehen, sind dann jetzt wieder hier auf die Mittelstation gelaufen und machen uns jetzt wieder auf den Weg runter. So oder so ähnlich war das. Weil filmen und hier runterlaufen ist nicht ohne. Wow. Nimm
Jedenfalls ist der da auch super schnell über diese... 4000 Stufen knapp waren das jetzt. Eigentlich 8000, wir sind ja auch wieder runtergelaufen. Wir sind eigentlich alle noch relativ fit. Und das Schild haben wir leider übersehen gehabt. Was steht denn da? Oh, bis auf... Huch. Wir waren ja nicht oben, oder? Ne, wir waren ja nicht oben. Ja, die Bahn fährt. Hätte man das gewusst, hätten wir nicht hochlaufen müssen. So ein Mist. Ist immer besser, man informiert sich vorher, als wird danach überrascht. Wir fahren nach Diskussion. Wohin? Wissen wir es? Also Jürgen weiß es, wir nicht. Aber er hat einen Plan, das ist gut. Wir fressen den Staub. Wir brauchen noch Hundefutter. Nicht für den Co-Piloten, aber für Indy. Der soll ja auch nicht hungern. Der hat nämlich heute Morgen seine ganze Wurst gegessen und jetzt hat er keine mehr. Alle Mitreisenden sollen hier fröhlich was zu essen haben. So, gucken wir mal, was der Lidl hier kann. Jetzt habe ich kein Wasser gekauft. Das gibt's doch gar nicht. Mann, ich habe es extra nicht gleich am Anfang gekauft, weil ich es nicht durch einen Shop schleppen wollte. Und dann habe ich es vergessen. Ja, leck, das gibt's doch gar nicht. Oh Mann. Aber immerhin Hundefutter. Der Hund muss nicht hungern. Jürgen hat noch ein Brot gekriegt, also alles Paletti. Wir sind hier in der Nähe der Golmar-Bahn. Die wäre jetzt hier links. Wir suchen uns hier jetzt einen schönen Parkplatz und werden erstmal gemütlich einen Kaffee trinken. Jürgen will noch ein paar Zimtschnecken zubereiten. Das seht ihr dann auch gleich im Video. Aber jetzt gehen wir erstmal parken. Da sind wir. Ein großer Platz für uns alleine. Viele Premieren auf dieser Tour. Eine weitere, eine wirklich gestellte Wagenburg. Und der Wachhund in der Mitte. Und der Meisterkoch ist auch schon wieder bei der Arbeit. Da liegt Teig auf dem Tisch. Ein Omnia wird gerade ausgepackt. Was macht der Jürgen da? Der Jürgen macht jetzt Zimtschnecken. Geht eigentlich relativ einfach. Nimmst einfach nur so einen Fertigteig. Machst ein bisschen Butter drauf, Zimt und Zucker, gibt es auch, wenn man es schnell machen will, als Zimt und Zucker fertig. Streust du drüber, schneidest es in Formen, rollst es ein bisschen zusammen und kommt dann quasi in die gefettete, also gefettete, wenn du es nicht hast, also ich mache das immer in diese Form da rein. Dann kommt das letztendlich dann in kleine Röllchen hier rein. Aber eigentlich muss das nachher volle Pulle, 10 Minuten und dann nochmal so 20, 30 Minuten auf kleinster Flamme. Das war's dann eigentlich. 10 Minuten Vollgas, dann auch runterschalten und ein Auge drauf, bis es halt knusprig und fertig ist. Möglichst rausnehmen, bevor es schwarz wird. So der Hinweis eines Nix-Blickers. Wenn man immer mal mit unterschiedlichen Leuten unterwegs ist, haben die auch immer unterschiedliche Dinge dabei. Und der Jürgen hier, der ist jetzt echt mal gut ausgerüstet. Der hat einen kleinen Elektroroller hier mit dabei. Und den teste ich jetzt mal. Ja, ich bin von der Rollerfahrt zurück und ihr solltet riechen, wie es hier riecht. Wie in einer Bäckereistube. Das duftet. Wow. Jetzt bin ich mal ganz gespannt hier. Und dann gibt es noch Salat. Nee. Dann auch noch on top Nachtisch von gestern oder heute. Also irgendwie so. Warte mal. Mascarpone-Creme, was für die schlanke Linie. Hat das Mink gekocht, nur mal zur Info. Das Mink. Das Mink hat das gemacht und das Mink legt Wert darauf, dass man das sagt. Ja, wir lassen es uns mal schmecken. Also Kai, du Achtung, ne? Nicht zu viel. So sehen die aus. Wow. Ganz geil. Genau das Richtige nach 4000 Trittstufen. Genau nach 4000 Treppen. Ganz ehrlich. Ja, der Quark, Mascarpone, kaum Kalorien, beides. Das ist wirklich tipptopp. Wir essen mal alleine weiter. Sonst guckt ihr uns das vom Teller. Ich habe mir ja schon länger mal gefragt, wie viel Gas in meiner 8 Kilo Flasche noch drin ist.
Und die Mink, die hat jetzt gerade so ein Truma-Prüfding dabei. Jetzt gucken wir mal, was die Flasche noch hergibt. Also, hier habe ich jetzt das Truma-Ding in der Hand. Das hält man dann ganz einfach gegen die Flasche, drückt und dann zeigt es jetzt hier grün an. Ich habe also noch was. Wenn ich weiter oben gucke, blinkt es jetzt orangefarben. Also meine Flasche ist noch knapp halb voll. Das reicht für Schottland noch. Sehr gut. Das Wichtigste zuerst, wir haben einen Entschluss gefasst, heute nicht mehr zu fahren. Und der Vorteil daran ist, wir können anfangen zu saufen. Deswegen hole ich mir jetzt mal ein Weinglas. Und zufällig hängt das genau hier am Eingang. Clear. Silvi Weinglas und ein guter Frankenwein natürlich dann. Ich hoffe, dass der auch von Pseudo-Schweizern gewürdigt wird. Schmeckt auch. Ja, auf geilen Trip, tolle Entscheidung, genau. Super Wetter. Ja. Wo ist der Regen hin? Hätte nicht hier besser sein nicht. Können. Ganz genial. Zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt muss ich mich aber weiter um Instagram kümmern. Ihr könnt nämlich übrigens immer mehr oder weniger live dabei sein. Ich poste von unseren Trips immer Bilder, die nicht ausschließlich mit Trinken zu tun haben, sondern eher mit Landschaft, Vans, Bären, Hunden und was sonst noch so alles vor die Kamera kommt. Samstagnachmittag. Ich sitze hier mit einem schönen Weißwein, den ich an meine Hose magnetisiert habe. Also nicht den Weißwein, aber das Glas. Muss einfach nur einen Schlüssel reintun in die Tasche. Schon hält das Silvi-Glas super praktisch an der Hose und man hat beide Hände frei. Ich habe hier noch einen Umschlag und den werde ich jetzt mal öffnen. Der kommt von Jutta. Den wollte ich eigentlich schon im letzten Video öffnen, habe das aber dann komplett vergessen. Deswegen machen wir es jetzt. Also, auf das Ding. Co-Pilot, bring mir mal ein Messer. Jetzt abhaken. Ich werde hier schon wieder angegriffen von wilden Hunden. Ihr seht ihn nicht, aber er ist genau hier. So, da ist ein... Erstmal ein Daumen hoch, das ist ganz geil. Dann kommt, das sehe ich schon durchs Papier, ein handgeschriebener Brief. Immer wieder schön handgeschriebene Dinge zu bekommen. Aber ich freue mich auch über Gedrucktes. Hallo Kai, Zottel, Co-Pilot, Friedrich. Da Co-Pilot ja eine Kappe hat, braucht Friedrich doch auch eine. Da ihr ja bald nach Schottland fahrt und dort nicht immer gutes Wetter ist, muss Friedrichs Kopf auch geschützt werden. Absolut richtig. Ganz cool. Oh Mann, Jutta. Friedrich mit Mütze. Friedrich, komm mal raus. Ja, er ist unterwegs. Ich packe derweil mal hier weiter aus, denn die Kopfbedeckungen sind eingepackt. Ach Gott. Friedrich. Ja, da ist er ja, der Friedrich. Hat's rausgeschafft. Schön die Ohren rein, denn die werden ja immer gerne kalt. So, Mütze Nummer 1. Ja, wenn ihm die nicht steht, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, es gefällt ihm ganz gut. Vor allem, wenn er die Mütze auf hat, kann er die Ohren anlegen, dann hört er das Geplapper vom Co-Piloten nicht so. Das ist natürlich auch ganz praktisch. So, und jetzt noch eine Schirmmütze. Dann kann er genauso chillen wie der Co-Pilot bei der Fahrt. Wenn er mal nicht gucken will, zieht er sich einfach die Mütze ins Gesicht, macht die Augen zu und schläft. Ja, Jutta, was sollen wir sagen? Ganz lieben Dank, super Idee. Jetzt kriegt Friedrich keinen Sonnenbrand und auch keinen Sonnenstich. Ist gut geschützt vor der Sonne, wird nicht noch brauner, denn das will er ja eigentlich auch nicht werden. Und ist immer gut angezogen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Friedrich sagt auch Danke.
Gassi wollen. Das ist jetzt die moderne Art, mit einem Hund Gassi zu gehen. Einfach Drohne kaufen. Wenn man keinen Bock hat, Drohne fliegen lassen. Der ist schachmatt. Hast du die Drohne gefasst? Ja, fein gemacht. Der würde da gar nicht da reinbeißen oder so. Ja, weiß ja nie. Nee, genau. Irgendwie weiß man es wirklich nie. Ja, mach doch den Omni einen. Ja, welche Farbe hättest du? Mit gerne? Deckel nur, egal, das was du nicht willst. Nein, das sind nein, rot oder rosa? Rosa? Es gibt rosa? Das ist violett. Violett ist genauso wie rosa. Hast du gesehen, ich habe gekriegt. Oh. Und jetzt ist mein Leben wie neu. Kaiser Champion sehe ich gerade. Oder du bist viele Champions. Ich bin etliche Champions. Es gibt heute ungewaschene Champignons auf dem Grill. Wir haben euch den Grill angestellt. Ja, ich habe mir gedacht, die guten Gerüche lassen wir in Pepe ziehen heute und nicht immer in Zottel. Deswegen habe ich ein bisschen zu dir gestellt. Mink ist dabei. Ja! Mink ist eigentlich der Champion im Kochen. Ich nehme Salz. Also wenn einer gut kochen kann, dann Mink. Aber Leute, guckt euch das an, hallo? Was gibt es da? Vegetarisches Essen? Nein, nein, das ist doch gleich, kommt noch... Ah, vegetarisches Fleisch. Da kommt noch Rind. Rinderhack rein. Vegetarisches Rind. Erst tue ich Salz rein und Butter habe ich drauf getan. Die gute Butter. Ich bin hier gerade fröhlich am Hühnchenfleisch marinieren. Kommt hier einer super stolz hingelaufen und hält mir was entgegen. Und ich denke so, okay, Achtung. Hab ich gemacht. Hat sie gemacht. Ach? Und hat sie, gemacht. Sie kann gar nicht kochen, behauptet die ganze Zeit. Dass sie Kaffee nicht machen kann, haben wir heute Morgen gemerkt. Aber kochen kann sie scheinbar doch irgendwie. Aber ist der Omnia was geworden, stellt sich jetzt eher mal die Frage. Mach mal auf das Ding. Gewaltig! Oh, das sieht aber durch. Also. Ich glaube, das Ding ist was geworden. Jetzt raus damit auf den Tisch. Einer ist hier schon heimlich. Das ist der Eskimo. Der läuft hier rum, als hätten wir draußen minus 10 Grad. Ja, manchmal frage ich mich, was manche Leute anziehen, wenn es wirklich kalt ist draußen. Dabei ist hier noch tollstes Sommerwetter. Wir sitzen draußen vor den Kästen. Der Grill qualmt vor sich hin. Wir werden jetzt mal alles runterholen und essen. Der Tisch ist gedeckt. Ich glaube, wir können loslegen. Und so langsam meldet sich auch Kollege Hunger. Ja, das Angrillen wäre geschafft für diesen Frühling. Wir haben auch gut Farbe gekriegt an das Fleisch. Also gewisse Teile sind ein bisschen dunkel geworden. Aber das macht uns gar nichts, denn wir haben Hunger, wir essen jetzt. Und Hauptsache, wir haben keine Farbe bekommen. Wir haben keine Farbe gekriegt, nee. Wir sind weiterhin wie vorher. Also, guten. Guten, ja. Ah, ihr auch schon wieder hier. Schönen guten Abend, mittlerweile nach Mitternacht. Wir saßen bis 11 Uhr draußen, haben es uns gut gehen lassen. Sehr schöner, ruhiger Abend. Nicht viel los hier auf dem Parkplatz, der zu einem Bergbahnengebiet gehört. Wir haben schön gegrillt, gut geredet. Dann noch der Mink ihren neuen Beamer ausprobiert. Ein paar Drohnenvideos angeschaut, die wir heute gedreht hatten. Sehr cool. Ganz cooles Teil. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Und ansonsten haben wir noch den Grill als Heizung missbraucht, denn es wurde doch recht frisch abends. Und dann haben wir einfach den Grill unter den Tisch gestellt, ordentlich eingeheizt. Und dann war das richtig kuschelig warm an den Füßen. So kann man also auch bei kühlen Temperaturen ohne Heizpilzen draußen sitzen. Sehr geschickt. Und sonst gibt es eigentlich nur noch zu sagen, gute Nacht. Mal gucken, was uns morgen erwartet. Es ist Sonntag, wahrscheinlich die Heimfahrt. Aber mal gucken, vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Stopp dabei raus. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Video. Ciao zusammen. Und ihr wisst ja, wie das geht. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, checkt unsere Webseite aus, den Blog, GPS-Koordinaten. Könnt gerne bei Instagram und Facebook folgen, da poste ich immer von aktuellen Touren ein paar Bilder. Gibt es dann schon mal einen Vorgeschmack, was als nächstes an Videos kommt. Gerne dürft ihr meinen Amazon-Partnerlink verwenden, da gibt es eine kleine Provision für uns auf euren Umsatz.
dafür schon mal herzlichen Dank. Und ansonsten freuen wir uns, euch beim nächsten Video wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dann und gute Nacht. Ciao zusammen. Friedrich, habe ich irgendwas vergessen? Das Glockensymbol nicht vergessen zu klicken bei YouTube. Dann werdet ihr mal informiert, wenn ein neues Video hochgeht. So, ich glaube, das war's. Ciao. For the things I said, I was trying to be